Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mal eine Zuschauerfrage beantworten, und zwar zum Thema Auto. Und zwar mehr gesagt zum Thema Anschluss von elektrischen Anlagen im Pkw. Oftmals hat man ein Problem, man möchte irgendeine technische Anlage nachrüsten, sei es ein simpler Ventilator, ein DVD-Player oder irgendein anderes System, was Strom braucht. Kommen viele Leute ins Grübeln, wie bekomme ich den Strom von meiner Batterie in mein Fahrzeuginnenleben, dort abgesichert dann zu meinem Gerät. Dann geht das Gebastel los, wir gehen von der Batterie ab, legen Kabel hier durch unseren Innenraum, bohren uns durch unser Fahrzeug, beschädigen eventuell noch was und haben dann ganz große Probleme, diesen Anschluss durchzuführen. Hier habe ich eine schöne Lösung für euch, und zwar dieses System. Dieses System gibt es für die zwei gängigen Sicherungsgrößen, Sicherungstypen, und mit diesem System könnt ihr ganz einfach euren Stromanschluss im Kfz realisieren. Wie das funktioniert, möchte ich euch hier jetzt zeigen. Um nun euren Strom, eure 12 Volt aus eurem Fahrzeug abzugreifen, geht ihr bitte folgendermaßen vor. Ihr sucht als allererstes euren Sicherungskasten. In der Regel befindet er sich im Fond des Autos, das heißt meistens in der Regel in der Nähe des Lenkrads oder irgendwo seitlich bei euren Seitentüren. Habt ihr diesen Sicherungskasten gefunden, öffnet ihr ihn und schaut in den Sicherungskasten hinein. In dem Sicherungskasten habt ihr dann meist so ein Bild. Ihr habt hier verschiedene Stecksicherungen sitzen und ihr habt mitunter auch noch leere Anschlüsse, auf denen mitunter noch nichts eingesteckt ist, die aber schon in Betrieb sind. So, jetzt gibt es hier zwei Systeme, mit denen wir arbeiten können. Einmal wäre es die Variante, der Strom läuft dauerhaft, und das zweite Mal wäre es die Variante, der Strom läuft nicht dauerhaft, das heißt, der Strom ist nur eingeschaltet mit eurer Zündung. Hier könnt ihr nun wählen, was ihr nehmen möchtet. Die meisten von euch wollen aber gerne ihre Geräte so anschließen, dass sie mit der Zündung abschaltbar sind. Um dieses zu realisieren, habt ihr zwei Möglichkeiten vorzugehen. Möglichkeit 1, ihr nehmt eure Anleitung für den Sicherungskasten und schaut nach, welche Sicherung für was ist. Habt ihr diese Anleitung mitunter nicht mehr, nehmt ihr euch ein handelsübliches Messgerät, und nun könnt ihr hier nachmessen, welche Sicherung mit der Zündung geschaltet werden kann und welche nicht mit der Zündung geschaltet werden kann. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Wir entnehmen eine x-beliebige Sicherung. Ich empfehle euch, Sicherungen zu entnehmen von nicht kritischen Systemen, wie zum Beispiel Zigarettenanzünder, Fensterheber oder dergleichen. Entnehmt bitte keine Sicherungen von Airbag oder irgendwelchen Systemen, die in irgendeiner Form fahrzeugsicherheitstechnisch wichtig sind. Also wir nehmen uns Standardsicherungen, wie zum Beispiel nehmen wir hier einfach mal die Sicherung des Fensterhebers und nehmen diese Sicherung heraus. Das wäre jetzt hier eine 10 Ampere Sicherung. Und wenn wir jetzt die Zündung nicht eingeschaltet haben, müsst ihr, wenn ihr euer Messgerät einsteckt, dementsprechend auch keinen Ausschlag messen können. Das heißt, die Sicherung ist ausgeschaltet mit ausgeschalteter Zündung. Habt ihr die Zündung dann eingeschaltet, habt ihr hier natürlich einen Ausschlag. Habt ihr hier dauerhaft einen Ausschlag, wäre es eine Sicherung, die permanent mit eurer Batterie verbunden wäre. Haben wir hier nun festgestellt, was wir hier für eine Variante haben. Hier in diesem Fall von der Zündung geschaltet, kommen wir zu meinem Stromabnehmer. Wir suchen den richtigen aus für dieses System. Wir haben hier die großen Sicherungen. Also nehmen wir den dementsprechenden Stromabnehmer, und ich erkläre ihn euch schnell. Wir haben hier diesen Stromabnehmer. Ich ziehe einfach mal die vorhandene Sicherung heraus. Wir sehen, er sieht hier unten genauso aus wie die Sicherung. Das heißt, wir können den Stromabnehmer an die Stelle der Sicherung, die wir gerade eben herausgezogen haben, einstecken. Damit das Gerät, was hierüber gesteuert wird, in meinem Fall der Fensterheber, natürlich weiterhin funktioniert, können wir unsere vorhandene Sicherung, also die Sicherung, die wir herausgezogen haben, hier in der ersten Position wieder einbringen. Somit haben wir den Originalkontakt wieder mit unseren 10 Ampere abgesichert. Nun haben wir hier hinten einen zweiten Steckplatz. Dieser zweite Steckplatz kann mit einer x-beliebigen Sicherung belegt werden. Nehmt bitte hier eine Sicherung, die auf keinen Fall zu stark ist. Schließt ihr hier nur ein einfaches Autoradio an oder dergleichen, würde ich hier empfehlen, nur 5 oder 10 Ampere zur Absicherung zu nehmen. Schließt ihr hier dementsprechend schwerere Systeme an, müsst ihr dann dementsprechend schwerere Sicherungen verwenden. Wir nehmen hier eine zweite Sicherung, stecken diese ein. Diese Sicherung nimmt nun auch den Strom von der Batterie direkt ab, ist aber mit dieser Sicherung nicht verbunden. Das ist natürlich unser Vorteil. Wir können nun unseren Strom über dieses einzelne Kabel, über diese Ader abnehmen. Das heißt, wir können dieses System, diesen Stromabnehmer, an die Position stecken, wo vorher die Sicherung war, und können mit diesem Kabel
nun unseren Strom hier abnehmen. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr steckt hier bitte ein einadriges Kabel ein, wählt hier bitte einen Querschnitt, der nicht zu klein ist, also ausreichend groß dimensionieren. Ich empfehle mindestens 1,5, besser 2,5er Querschnitt und nehmt dann so ein Werkzeug. Das ist eine Presszange. Hier könnt ihr nun euren Pressschuh einlegen und einfach verpressen. Haben wir dieses nun getan, können wir das neu angeschlossene Kabel durch unser Fahrzeug ziehen. Wählt dafür bitte eine Position, die euch nicht stört, nicht beim Fahren behindert und achtet auch bitte darauf, habt ihr Sidebags in eurem Auto verbaut, bitte achtet darauf, dass ihr das Kabel nicht über die Sidebags legt, sonst könnte es passieren, wenn der Airbag oder das Sidebag auslöst, dass es das Kabel mit herausreißt und dann irgendwelche schlimmen Sachen passieren. Ich empfehle, am besten geht durch den Fußraum. Hier haben wir diese Fußleisten, diese könnt ihr leicht anheben und drückt das Kabel unter der Fußleiste entlang bis an die Position, wo ihr auch immer hin möchtet. Damit haben wir unseren stromführenden Pol, sage ich einfach mal, unsere 12 Plus verlegt. Und wo bekommen wir nun unseren Minuspol her? Das ist kein Problem. Wir haben hier eine Blechkarosserie. An der Blechkarosserie könnt ihr euch jegliche blanke Schraube nehmen und von dieser blanken Schraube ein zweites Kabel abziehen und habt somit euren Minuspol. Das verbindet ihr dann schlussendlich mit eurem elektrischen technischen Gerät und habt somit euren Anschluss realisiert und zwar ganz einfach, ohne in dem Fahrzeug rumzubohren, ohne irgendwie von der Batteriekabel wegzuziehen. Und das Allerschönste bei diesem System, wir haben bei diesem System gleich eine Sicherung verbaut. Das heißt, ihr habt euer Kabel vernünftig abgesichert und es kann nichts mehr passieren, euer Fahrzeug kann nicht brennen und ihr habt einen perfekten elektrischen Anschluss realisiert. So, und damit komme ich dann auch zum Ende meines Videos. Ich hoffe, ich konnte die Zuschauerfrage beantworten und euch meinen Lösungsweg nahebringen. Habt ihr einen anderen Lösungsweg, schreibt ihn mir unten gerne in die Kommentare. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, ihr könnt gerne auch meinen Kanal abonnieren, denn abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Oder ihr schaut euch eines meiner weiteren Videos an. Eine kleine Auswahl davon habe ich euch hier in den Anmerkungen verlinkt. Habt ihr die Anmerkungen eingeschaltet, braucht ihr einfach nur auf die Videos zu klicken, um dorthin zu kommen. Gehen die Anmerkungen nicht, geht einfach auf meinen Kanal und sucht euch dort einige Videos aus. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.